Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Stiere. Schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Legung für euch. Ich habe Anfang August ja schon gesagt, dass ich quasi ein 2-Wochen-Update machen werde. Einfach, damit wir sehen, wie sich die Energien im August weiterentwickeln. Wir haben heute das Thema der karmischen Partnerschaften. Das hat sich gezeigt, dass wir uns das anschauen sollen. Und ich bin gespannt, was sich hier bei euch zeigt, liebe Stiere. Ja, mit was für Seelenpartner, Dualseelen, Karma-Partner. Es gibt ja verschiedene, mit wem du es hier zu tun hast und was hier deine Aufgabe ist, ja, was du hier lernen darfst oder beziehungsweise was hier einfach auch auf dich zukommt. Ja. Wir schauen uns den Zeitraum an von 15. bis 31. August. Und für alle, die neu sind, schön, dass ihr mit dabei seid. Gerne abonniert den Kanal auch. Das hilft ja einfach, dass der Kanal wächst und dadurch mehr Reichweite entsteht. Und gerne natürlich auch Kommentare, Daumen hoch. Das hilft alles, mich zu unterstützen. Gut, dann fangen wir mal an. Für die lieben Stiere hätte ich gerne eine Karte. Um was geht es im August in Bezug auf die Karma-Partner? Das sind zu viele. Nur eine bitte. In Bezug auf die Karma-Partner. Was ist hier das Thema? 15. bis 31. August. Gut, gucken wir mal. Das sind für alle, die sie noch nicht kennen, das ist das Starseed-Orakel. Das ist sehr speziell, sehr spirituell. Nehme ich in ganz ausgewählten Momenten, aber ich hatte den Impuls für euch, dass wir das für diese Karma-Geschichten, Karma-Partner, Seelenpartner, dass wir es brauchen. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal, was mir die Karte sagt. Also, wir haben Star Ancestors, Hidden Secrets, Lost Wisdom, Look a Little Deeper. Okay, also verlorenes Wissen, also Geheimnisse, die quasi überwunden werden müssen, und du sollst ein bisschen tiefer schauen. Ja, du sollst dir, ich zeig's euch einmal so, das spricht, also diese Karte spricht mich gerade total an. Ich kann es euch auch gleich erklären. Ja, es geht darum, dass du hier tiefer in deine Seele guckst, tiefer, wo du herkommst, tiefer, was dir deine Seele auch mitteilen will, ja, welcher der richtige Weg ist. Und ja, ihr seht schon, das ist eine sehr ägyptische Karte. Und also ich habe jahrelang war Ägypten mein Traumland, Ziel. Ich habe Referate gehalten über das alte Ägypten. Ich kannte die Götter auswendig, was ihre Aufgabe waren, etc. Also das ist auch etwas, was mich sehr anspricht, weil es etwas in mir wachruft, was ich in der Vergangenheit mir sehr tief angeschaut habe. Ja? Und genau darum geht es, dass du tiefer schauen sollst. Und die drei Sterne, die den Oriongürtel markieren, für die, die meinen Kanal unter die Lupe genommen haben, wissen, dass ich von Orion komme, unter anderem. Und deswegen spricht mich das einfach an. Ja, ich kann das jetzt einfach gar nicht anders sagen. Ja, und wie diese Figuren hier, die so wie im Schatten sind, ist auch dein geheimes Wissen, was richtig für dich ist, schon also schon sichtbar, aber noch nicht greifbar. Ja, und das gilt es dir einfach noch mal ein bisschen anzuschauen. Ja. In Bezug auf die Seelenpartner, die Karma-Partner, mit wem du es hier zu tun hast.
Das ist so, du hast hier ein Gefühl zu einem Menschen, kannst das aber nicht greifen. Ja, das ist irgendwie, du kannst es nicht an Dingen festmachen, sondern es ist wirklich nur so ein Bauchgefühl. Ja, und das ist wie wenn dir etwas auf der Zunge liegt und du weißt, dass du es weißt, aber du kannst es nicht sagen. So irgendwie. Ja. Okay. Ich hätte hier gerne noch eine Klärungskarte. Ja, und du sollst hier auf dieses Wissen, auch wenn du es nicht erklären kannst, sollst du vertrauen. Ja, du bist hier geführt, wie dieser Hund an der Leine geführt wird. Ja, also auch wenn du nicht siehst, dass hier jemand ist, du bist geführt. Ja, und dieses Gefühl von, ich kann es nicht genau benennen, aber ich merke, da ist was. Hast du nicht umsonst, ja? Also vertraue darauf, höre darauf. Okay, wir schauen mal. Was ist denn hier? Wir sehen euch gar nicht richtig. Was ist das Thema für den Stier in Bezug auf die Karma-Partner? Um was geht es hier? Was ist das Thema? Okay, du auch. Was ist die Herausforderung? Und was ist die Lösung? Was wäre die optimalste Vorgehensweise? Was ist hier die Lösung? Was ist hier die Lösung? Ah ja, okay. Ich nehme das Kind mal hier rüber. Gut, wir schauen uns erstmal das Thema an. Okay. Also dein Thema, lieber Stier, du bist auf dem Kopf, ja? Deine Welt steht auf dem Kopf. Und das ist das, was du wahrscheinlich spürst, ohne es greifen zu können. Ja, irgendwas steht auf dem, also du stehst auf dem Kopf. Du sollst hier aber dich verankern. Ja, du sollst dich hier selbst ankern. Du sollst dir selbst die Stabilität geben, dass es dich eben nicht in schwierigen Zeiten hin und her wirbelt. Ja, sondern wie ein Anker eben ein Schiff festhält. Sollst auch du fest verankert sein, ja, in deinem Leben. Bist du gerade aber nicht. Und das ist so ein bisschen das Thema, worum es hier geht. Und du erkennst nicht, dass es etwas mit dir zu tun hat, obwohl du so ein Gefühl hast, ja. Und es ist jetzt an der Zeit, diese Leichtigkeit, ja, dieses Wechselhafte, mal so, mal so, mal gut, mal schlecht. Dass du das quasi dass du hier eine Grundsicherheit reinbekommst, ja? Dass du halt nicht mehr mit zwei Würfeln spielst, sondern vielleicht nur noch mit einem. Ja? Dass du alles, was dich verunsichert an Situationen in Bezug auf Seelenpartner, Karma-Partner, Dualseele, was auch immer, wer auch immer hier für dich bei dir ist, ja, das können ja verschiedene Menschen sein, die dich durcheinander bringen. Es ist an der Zeit, dass du dir das anschaust. Diese Menschen, die dich hier vom Geankertsein in eine locker leichte, sag mal, Situation wiederbringen, ja, also einfach in ein Ungleichgewicht, beziehungsweise einfach auch
Den Anker kannst du nicht einfach so hochheben, aber Würfel kannst du einfach so nehmen und wieder irgendwo hinschmeißen, ja? Und darum geht es, dass du hier Anker findest und dich nicht durch die Gegend wirbeln lassen, also durch die Gegend wirbeln lässt, ja? Die Herausforderung an der ganzen Geschichte, ja, das Alleine sein eventuell, ja, dass man Grenzen zieht, dass man sagt, hey Freundchen, so geht es aber nicht. Entweder du kommunizierst so mit mir oder du lässt es, ja. Also dieses hier einfach auch Grenzen ziehen. Der Turm steht nicht nur für Einsamkeit, sondern wirklich auch, dass es über Grenzen, also ein Grenzthema, das du dir anschauen sollst. Was du hier vielleicht einfach noch nicht so vehement durchsetzt, wie du solltest. Ja, das sorgt hier dafür, dass du immer wieder im Labyrinth landest und irgendwie gar nicht weißt, warum du denn von dieser Situation wieder hier gelandet bist. Weil du eigentlich schon gut verankert bist. Ja, du bist gut verankert in deinem Job, gut verankert mit deinen Freunden, gut verankert mit deiner Familie und so. Aber irgendwie schaffen Männer es oder andere Personen, ich gehe jetzt mal von Karma-Partnern, also Männern aus, dass du hier immer wieder zum Spielball wirst, weil du nicht genug Grenzen setzt. Und das ist aber das ist die Herausforderung hierbei quasi, ja, die Grenze zu setzen und eben diesem ganzen, sag mal, Zirkuskreis, in dem du hier läufst, ein Ende zu setzen und dieses Kapitel zu schließen. Ja, dieses Zirkuskapitel zu schließen. Ja, zu sagen, hey, nee, okay, entweder was mit Substanz oder ich lasse es. Aber Zirkus spiele ich nicht mehr. Ja. Und das ist die Herausforderung, weil es natürlich auch dich insgesamt einsamer macht, wenn nicht mehr so viele Leute um dich herum schwirren. Ja. Aber es ist halt die Frage, ob die Qualität dann wirklich darunter leidet oder ob du einfach dann halt mit weniger Leuten, aber dafür qualitativ guten Leuten etwas zu tun hast. Ja, also schau hier einfach, wie das auf dich zutrifft. Ja, das kann hier wirklich Freundschaft sein, das können Dates sein, das kann mehrere Männer sein. Ich habe keine Ahnung, was hier das Thema ist, aber es geht hier darum, dass du Grenzen setzen sollst, dass du eben nicht permanent in der Schleife bist und das Gleiche machst, sondern dass du dieses Kapitel beendest. Und das ist aber die Herausforderung an der ganzen Geschichte. Ja. Der Lösungsweg, und das ist sehr spannend, ist quasi, ohne zu wissen, was hier drunter ist, die goldene Mitte zu finden. Ja, zwischen alles ist super, ja, und alles ist schlecht, so ein Zwischenmaß zu finden, zwischen ich bin verankert, aber ich habe gleichzeitig auch die Leichtigkeit. Ja, das bedeutet Grenzen setzen, aber eben nicht einsperren. Und das wäre die Lösung hier. Und das kriegst du hier von oben auch intuitiv, wird dir das gezeigt. Ja, das ist, was du hier auch hast. Ja, sie führen dich. Eigentlich weißt du intuitiv, was du tun sollst. Aber du traust dir einfach manchmal noch nicht so. Und deswegen landest du immer wieder hier in diesem, ja, dass du dich hier einfach beeinflussen lässt, in diesem Zirkus irgendwie, ja. Den du eigentlich gar nicht bräuchtest. Das ist ja vielleicht schon zum fünften Mal eigentlich. Den du nicht bräuchtest. Der dir aber schwerfällt, es loszulassen. Irgendwie. Warum auch immer. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach das Spiel. Ja, das Flirten, das Ausgehen, das Begehrtsein, ich habe keine Ahnung. Ja, du wirst wissen, was das Thema ist. Ja. Und ich wusste nicht, was hier drunter ist. Ja, und die Blumen sprechen für die Freunde, die Bekannte, die Treffen, die Dates, die Einladungen. Ja, und das ist genau das. Du sollst hier ein Mittelmaß finden zwischen all den Einladungen, die dir gut tun. Und all den Einladungen, die dich aus dem Konzept bringen, ja, die dich wieder hierhin bringen. Und der Weg wäre quasi von beiden Seiten quasi die goldene Mitte zu finden und hier auch auf dein Gefühl zu vertrauen, um dass du dann dorthin kommst, wo du hin sollst.
Spannend. Okay, wir gucken mal noch. Was bedeutet denn das für die Männer, für den Seelenpartner? Ganz konkret. Ja, dass du hier Stabilität bekommst. Und mit dieser Stabilität kann dann eben auch, ich sag mal, jemand kommen in dein Leben. Ja. Und dann macht es auch nichts, wenn es ein bisschen heiß her, also wenn es ein bisschen heiß hergeht, ja, wenn es ein bisschen stürmisch wird, weil du auf jeden Fall verankert bist. Würfel kann das Meer durch die Gegend scheuchen. Ein Anker, da tut es sich schon schwerer, ja. Okay. Okay, wir gucken auf jeden Fall, wer da kommt. Da kommt auch auf jeden Fall jemand plötzlich und unerwartet. Das schauen wir uns aber bei Vimeo an. Und zwar nehmen wir einmal die Karten der Liebe, Orakelkarten. Mit den kleinen Lenormands schaue ich, was ist hier sein Thema, um was geht es. Ja, wer ist er? Was sind seine Gedanken, seine Gefühle, je nachdem, was sich zeigt. Mit den Kippern kläre ich, wenn ich es brauche. Und ich hatte den Impuls dieses Mal, dass wir die Zeitkarten mit verwenden, um hier eine zeitliche Orientierung zu bekommen auf das, was sich hier zeigt, wann du damit rechnen kannst. Ja? Ja, ich bin gespannt, was sich gleich noch zeigt bei deinem Herzmenschen. Guck mal, hier kommt der Baum auch schon und von oben geführt. Ja. Genau, die Erweiterung findest du unterhalb des Videos in der Infobox und gerne lass einen Kommentar da und ich freue mich, wenn wir uns gleich bei Vimeo sehen. Bis dahin!